Wie wir bei den Algorithmen gesehen haben, beim IDP-Algorithmus wird der Entscheidungsbaum immer vollständig konstruiert. Wir haben ja gesagt, wir bevorzugen, oder zumindest soll das der induktive Bias in gewisser Hinsicht sein, wir bevorzugen einfache Entscheidungsbäume. Und jetzt kann es ja sein, dass wir einen Entscheidungsbaum konstruieren, der um drei Beispiele, die noch übrig sind, irgendwo ganz unten im Baum, noch einmal zerlegt in drei einzelne Beispiele, nur um drei, die drei Klassen, die darin oder vorhanden sind, oder sagen wir in zwei Teilmengen, nur um zwei Beispiele einer Klasse noch von einem Beispiel einer dritten Klasse zu trennen. Aber aus drei Beispielen kann man eigentlich nicht mehr viel lernen und schon gar nicht über die Trennung zweier Klassen. Lohnt sich das wirklich noch? Sollte man einen solchen Baum auf die Menschheit loslassen, um Entscheidungen zu treffen? Die Antwort ist ziemlich klar, nein. Und deswegen werden diese Bäume im Nachgang, nachdem sie vollständig konstruiert wurden, noch einmal beschnitten. Und zwar so, dass die Entscheidungen mit höherer Sicherheit an Stellen des Baums getroffen werden, wo zumindest eine gewisse Datengrundlage vorliegt. Das zugrunde liegende Konzept oder das zugrunde liegende Problem, das wir hier vermeiden wollen, ist das des Overfittings, das wir schon gesehen haben. Wir bevorzugen weniger komplexe Hypothesen, weil sie wahrscheinlicher bezüglich des wahren Fehlers, den die Hypothese macht, einen geringeren Fehler aufweisen. Hier zeigt Mitchell dann mal nicht den Fehler, sondern die Accuracy. Das ist noch ein Unterschied. Den Unterschied sehen Sie jetzt noch, aber im Großen und Ganzen läuft auf dasselbe hinaus. Accuracy, also die Genauigkeit, bedeutet, ist ein umgekehrtes Maß zum Fehler. Eine höhere Genauigkeit ist wünschenswert, wohingegen ein höherer Fehler nicht wünschenswert ist. Das heißt, es ist genau invers. Und an dieser Stelle kann es halt sein, dass auf den Trainingsdaten die Genauigkeit der Entscheidung immer weiter steigt, während auf den Testdaten, auf den Holdout-Daten, die Genauigkeit dann schon abnimmt bezüglich derselben Hypothese. Das doch mal zur Definition von Overfitting. Das Ganze ist dann hier nochmal formal aufgeschrieben. Overfitting liegt vor, wenn für eine Hypothese der Fehler, wenn für eine Hypothese H eine andere Hypothese H' existiert, bei der der Fehler im Trainingsdatensatz geringer ist, beziehungsweise die Genauigkeit oder die Accuracy im Trainingsdatensatz höher ist, als wenn dieser Datensatz dann auf einen Testdatensatz losgelassen wird. Da ist dann das Verhältnis genau umgekehrt jeweils. Im Großen und Ganzen möchten wir das vermeiden, damit wir aus den Daten zwar alles lernen, was aus den Daten zu erlernen ist, aber nicht nur die Trainingsdaten auswendig lernen, weil wir dann mit der Hypothese mit höherer Wahrscheinlichkeit in der realen Anwendung nichts mehr anfangen können. Es gibt hier noch einen theoretischen Hintergrund, nämlich dass hier bei der Konstruktion von Entscheidungsbäumen dann mit jeder neuen Entscheidung, mit jedem neuen Feature, das wir aufnehmen, nicht der Fehler steigen bzw. die Genauigkeit fallen kann. Das heißt, es ist definitiv eine monoton steigende Kurve, die wir haben. Nicht notwendigerweise streng monoton, aber monoton steigend. Und bezüglich der Genauigkeit bzw. monoton fallend bezüglich des Fehlers. Und das Ganze kann man auch hier nochmal beweisen. Den Beweis, den erspare ich Ihnen jetzt, der würde auch so nicht rankommen. Wie kann man das Overfitting jetzt vermeiden? Wir haben schon Strategien vorher gesehen. Das heißt, wir hören frühzeitig auf zu lernen. Das ist eine Möglichkeit. Oder im Falle von Entscheidungsbäumen, wir konstruieren den Entscheidungsbaum, wie auch beim ID3-Algorithmus gesehen, bis ins Letzte hinaus. Das heißt, bis wir keine Entscheidung mehr treffen können, bis wir kein Feature mehr übrig haben, um die Beispiele zu trennen und reduzieren anschließend den Entscheidungsbaum wieder, indem wir Teile aus dem Baum herausschneiden und neue Blattknoten erzeugen an den Stellen. Es gibt da verschiedene Verfahren. Eins davon, ein einfaches, stelle ich Ihnen vor. Das ist Reduced Error Pruning. Aber es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Möglichkeiten. Stopping-Kriterien oder das frühzeitige Anhalten basieren im Prinzip auf den Splitting-Kriterien, die wir vorher schon diskutiert haben. Es sind dieselben im Prinzip.
Wir können uns anhand der Größe eines verbliebenen Datensatzes entscheiden, aufzuhören, wenn der einen Threshold unterläuft. Den Threshold müssen wir natürlich wählen. Wir können schauen, ob die Beispielmenge rein ist. Das ist eher klar. Wenn sie rein ist, dann sollten wir aufhören, weil wir nichts mehr sagen können über diesen Teil des Feature-Raums beziehungsweise über diesen Teil des Modellraums der Objekte. Das eigentliche Entscheidungskriterium, ein neues Feature auszuwählen, die Unreinheitsreduktion, die wir von dieser Zerlegung erwarten müssen oder die wir noch konstruieren können. Wenn die nicht groß genug ist, das heißt, ein weiterer Threshold wird unterlaufen, dann hören wir auch auf. Das bringt Probleme mit sich, gerade wenn wir Thresholds wählen müssen. Wenn wir die zu groß oder zu klein wählen, kann es halt sein, dass der Baum, den wir konstruieren, am Ende zu stark overfittet, trotzdem noch overfittet, obwohl wir frühzeitig aufgehört haben, oder eben nicht gut genug wird, obwohl er besser hätte sein können. Das heißt, wenn ein Mensch einfach irgendwo eine Grenze zieht beim Lernen, dann wird es meistens schwierig, denn man kann die nicht in der Allgemeinheit bei der Konstruktion aller Entscheidungsbäume verschiedener Probleme heranziehen. Wenn wir verrauschte Daten haben, wird dieses Stopping-Kriterium sowieso nie zünden, dass wir immer eine reine Situation haben, denn mindestens können wir damit rechnen, dass wir Label-Rauschen haben, ne, wie wir es schon gesehen haben. Das heißt, unsere menschlichen Annotatoren werden eventuell Fehler machen. Und im Großen und Ganzen kann man die Unreinheitsreduktion nicht vorhersagen. Das heißt, wir wissen nicht abhängig von der Baumhöhe, wie stark die Unreinheitsreduktion tatsächlich sein sollte. Das heißt, dieser Threshold müsste im Prinzip von der Höhe des Baums abhängen. Und dieses Verhalten während des Lernens ist wiederum sehr stark beispielabhängig und wahrscheinlich sogar unterschiedlich, je nachdem, in welchem Zweig des Entscheidungsbaums man sich gerade befindet, um ihn dort weiter zu konstruieren. Das heißt, man hat eine ganze Menge Probleme, die mit solchen frühzeitigem Aufhören vom Trainieren hier bei der Konstruktion von Entscheidungsbäumen einhergeht. Deswegen wird einfach der gesamte Entscheidungsbaum konstruiert, so wie es auch vorhin schon vorgeschlagen wurde, und anschließend ausgehend von den Blattknoten Schritt für Schritt wieder eine neue Entscheidung getroffen, nämlich das Herausschneiden von bestimmten Bäumen. Dabei wird der Entscheidungsbaum so lange konstruiert, bis jeder Blattknoten eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften erfüllt. Entweder die Menge der Beispiele, die noch repräsentiert werden, ist sehr klein. Also typischerweise hört man dann so bei einem Wert von 5 auf. Das ist so eine Magic Number, die man dann wieder gesehen hat. Wiederum ein Threshold, aber 5 Beispiele ist auf jeden Fall irgendwo die untere Grenze. Wenn es tatsächlich mal die Situation gibt, dass eine Beispielmenge, die noch übrig geblieben ist, in einer Zerlegung rein ist, oder wenn nur noch Beispiele übrig sind, die zwar unterschiedliche Objekte repräsentieren, aber dieselbe Feature-Repräsentation haben, selbst wenn sie verschiedenen Klassen angehören. Das heißt, die kann man dann ohnehin nicht mehr unterscheiden, da sie ja auf jeden Fall dieselben Feature-Ausprägungen haben. Das wäre dann das Label-Rauschen. Die Definition des Prunings sieht dann wie folgt aus. Wir nehmen einen Baum, entscheiden uns bei einem Knoten T dafür, ihn herauszuschneiden, nehmen den Teilbaum heraus, machen diesen Knoten, der vorher die Wurzel des Teilbaums war, zu einem Blattknoten. Der Konstruktionsalgorithmus hat diesem Knoten ja schon ein Label zugewiesen. Das heißt, es ist einfach das häufigste Label der Beispielmenge, die hier noch repräsentiert wird von diesem Knoten. Und dieser Teilbaum kann einfach weggeschmissen werden. Das wird dann im Prinzip so mit einer Mengennotation beschrieben. Das heißt, wir nehmen einfach T Set minus diesen Teilbaum TT. Das heißt, dieser Teilbaum, der die Wurzel T hat, der ein Teil eines anderen Entscheidungsbaums ist, wird einfach mit diesem Subskript hier denotiert. Es gibt nun eine Halbordnung, die erzeugt wird, wenn wir verschiedene Pruning-Entscheidungen treffen. Das heißt, im Prinzip
gibt es hier quasi durch dieses Pruning einen neuen Suchraum, den wir aufspannen. Eben haben wir einen Suchraum gesehen, der sich darin aufspannt, dass wir mit jedem Schritt ein neues Feature auswählen müssen. Jetzt müssen wir mit jedem Schritt einen neuen Knoten auswählen, den wir eventuell heraustrennen möchten oder nicht. Und diese Halbordnung, die hier entsteht, entsteht dadurch, dass wir eine Folge von solchen Entscheidungen treffen. Jetzt ist es allerdings möglich, dass wir in jedem Schritt unterschiedliche Entscheidungen treffen können und diese unterschiedlichen Entscheidungen stehen nicht in einer Ordnung. Deswegen entstehen da so kleine Probleme, wie man diese Entscheidung treffen muss. Ja? Das ist erstmal aber nicht so wesentlich. Im Großen und Ganzen ist die Lösung dieser Probleme, die hier genannt sind, besteht einfach nur darin, dass wir einen Validierungsset benötigen. Das heißt, wir brauchen eine Beispielmenge, die groß genug ist, dass wir noch genug Beispiele übrig behalten, sodass wir ein Trainingsset und einen Holdout-Testdatensatz und einen Validierungsdatensatz konstruieren können. Sie ändern sich, den Validierungsdatensatz kann man dann später zum Training wieder heranziehen, allerdings den Holdout-Testdatensatz erst ganz zuletzt wieder, wenn man sich am sichersten ist. Und während der Evaluierung wird man dann zwangsläufig diese Daten gar nicht heranziehen können. Das heißt, man verliert Informationen über das Zielkonzept. Und das heißt, man wird die wahre Performance, die wahre Effektivität des Klassifizierers, des Entscheidungsbaums definitiv unterschätzen. Aber gut, das ist halt inhärent bei der Evaluierung so. Das Reduced Error Pruning ist dann sehr kanonisch und einfach definiert. Wir starten ausgehend von dem zuvor konstruierten maximalen Entscheidungsbaum. Wir nehmen irgendeinen inneren Knoten, der uns gerade unterkommt. Wir können systematisch vorgehen und bei einem Blattknoten starten und dort einfach durchgehen. Aber im Endeffekt ist es egal, wo wir starten. Wir gehen eh sämtliche Knoten durch. Dann wird hier ein, ich sag mal, vorsichtiges Pruning gemacht. Diese Entscheidung kann man dann noch zurücknehmen. Und dann heraus, dann im Prinzip die Fehlerreduktion sozusagen auf dem Validierungsdatensatz bezüglich des geprunten Baums gemessen. Und wenn die größer oder gleich Null ist die Reduktion, also in dem Fall, wenn der Fehler hier kleiner als der Fehler des gerade betrachteten Baums, des gerade betrachteten Teilbaums ist, dann wird diese Reduktion auch wirklich durchgeführt und ansonsten fangen wir wieder bei Schritt 2 an und wählen einen anderen Knoten. Das war's schon. Im Großen und Ganzen war es das. Es kann sein, dass man an dieser Stelle noch eine gewisse Systematik einbauen kann. Also das ist jetzt erstmal nur auch wieder ein Schema für einen solchen Algorithmus, aber im Großen und Ganzen läuft das Ganze so. Das einfach nur zum Hintergrund. Wir werden jetzt nicht erwarten, dass Sie das tatsächlich auch umsetzen. Die Algorithmen, die Sie tatsächlich in der Praxis sehen, können das natürlich alles schon und können das von Haus aus. Und es gibt ja auch hier, wie gesagt, ausgefuchste Verfahren. Wir sind an diesem Fall dann im Prinzip schon am Ende. Am Ende wird sich dann herausstellen, dass bezüglich des Validierungsdatensatzes der Fehler sich langsam, beziehungsweise hier in dem Fall die Genauigkeit, der Fehler sich langsam reduziert, beziehungsweise die Genauigkeit langsam steigt. Und auf diese Weise hoffen wir dann, bei dem Punkt wieder auszukommen und bei dem Entscheidungsbaum, der nicht mehr so weit von der wahren Fehlerschätzung entfernt ist. Und damit das Overfitting ein bisschen zu reduzieren. Damit sind wir am Ende der Entscheidungsbäume und ja, Dankeschön.